Windows 11 ist nicht für jeden. Das allein wird schon anhand der unverschämt hohen Systemanforderungen klar. Und die Nutzungszahlen bestätigen das auch. Zum aktuellen Zeitpunkt, also im Sommer 2022, sind mehr Nutzer noch mit Windows XP, Windows 7 und Windows 8 unterwegs als mit Windows 11. Das klingt nicht gerade positiv für Microsoft, würde man denken. Und die Strategie, Windows 11 durch seine hohen Systemanforderungen derart abzuschotten, ist natürlich auch sehr riskant. Es kann leicht sein, dass so viele Nutzer unter Windows 10 zurückbleiben, dass Entwickler sich schlichtweg nicht um die neue Version kümmern werden. Wozu auch, für 2% der Nutzer ein Feature zu bauen, wenn noch 80% bei Windows 10 festhängen? Das ergibt absolut keinen Sinn. Aber es ist auch nicht so, als würde jeder das Upgrade auch haben wollen. In gewissen Situationen mag es zwar Sinn ergeben, andererseits ist Windows 11 einfach in weiten Teilen noch nicht bereit. Heute sprechen wir über die 8 Gründe, warum ihr Windows 11 nicht installieren solltet. Wenn ihr übrigens noch weitere solcher Videos und immer neue Tipps, Tricks und Tests rund um Windows 11 sehen wollt, gebt uns gerne ein Abo und aktiviert natürlich die Glocke. Grund Nummer 1, nicht auf Windows 11 abzugraden? Ihr könnt einfach nicht. Das ist wahrscheinlich der beste Grund, es auch einfach nicht zu tun. Die Systemanforderungen von Windows 11 sind unverschämt und unnötig hoch. Ich habe bereits in einem vorherigen Video gezeigt, dass diese Systemanforderungen auch vollkommen unnötig so hoch sind und es aus technischer Sicht nicht wirklich Sinn ergibt. Tatsache ist aber, obwohl es sehr wohl möglich ist, will euch Microsoft mit euren alten Geräten nicht unter Windows 11 haben. Und der Konzern wird wahrscheinlich in Zukunft immer neue Maßnahmen und Schritte einführen, um euch am Upgrade zu hindern. Ein Watermark der Schande auf offiziell inkompatiblen Geräten mit Windows 11 ist bereits aktiv. Microsoft verhindert die Installation von Windows Insider Builds schon jetzt auf älteren Geräten und irgendwann könnte man das auch auf ganz reguläre und notwendige Sicherheitsupdates ausweiten. Man kann sich die Mühe zwar machen und sich dagegen wehren, aber man kann es auch auf der anderen Seite einfach lassen und akzeptieren und auf Windows 10 eben bleiben. Das System ist noch mindestens bis 2025 noch gut. Und angesichts der geringen Zahl an Umsteigern könnte es sogar auch noch länger Qualitätsupdates bekommen. Wenn man also noch ein altes Gerät hat, das Windows 11 offiziell nicht bekommt, ist es wahrscheinlich am besten, einfach unter Windows 10 zu bleiben. Die zweite Sache, warum ihr nicht auf Windows 11 upgraden solltet, betrifft den Zwang zum Microsoft-Account. Der Konzern macht es immer schwerer, das Betriebssystem ohne ein Online-Konto einzurichten. Unter Windows 11 Home ist es jetzt schon Pflicht, aber auch Windows 11 Pro wird davon nicht verschont bleiben. Künftig müsst ihr bei beiden Editionen für die Einrichtung eine Internetverbindung haben und ihr müsst euch mit einem Microsoft-Account anmelden. Das lässt sich natürlich halbwegs gut umgehen mit einigen Tricks, die wir euch bereits in einem Video gezeigt haben, aber ärgerlich ist es trotzdem. Microsoft scheint seinen Nutzern immer weniger Auswahlmöglichkeiten bieten zu wollen, was natürlich aus einer geschäftlichen Perspektive für Microsoft kurzfristig Sinn ergeben kann. Mehr Nutzer mit einem Microsoft-Account bedeuten auch mehr Nutzer für die eigenen Dienste, für OneDrive, für Office und so weiter. Google zieht das zum Beispiel bei seinen Android-Smartphones seit Jahren mehr als erfolgreich durch. Unter Windows 11 könnte man angesichts dessen durchaus die Offenheit seines Vorgängers vermissen. So konnte man unter Windows 10 beispielsweise relativ einfach keinen Microsoft-Account nutzen und dennoch Apps aus dem Microsoft Store herunterladen. Das wird mit einem Online-Zwang bei der Einrichtung deutlich schwieriger, weswegen man durchaus zufrieden sein kann, wenn man noch Windows 10 nutzt. Insbesondere ohne Microsoft-Account. Der dritte Grund ist Werbung. Der Microsoft-Account in Windows 11 ist nicht die einzige Sache, die Microsoft uns in seinem System aufzwingen will. Seit Windows 11 ist Werbung überall im System präsent. Insbesondere den Edge-Browser, Microsoft Teams, sein Cloud-Speicher OneDrive und die Suchmaschine Bing versucht uns Microsoft bei jeder sich ergebenden Möglichkeit anzudrehen. So akzeptiert Microsoft für systeminterne Links nicht eure Entscheidung zum Standardbrowser. Auch wenn Firefox euer Browser ist, führen Links aus den Einstellungen, aus den Widgets sowie aus der Suche immer zum Microsoft Edge. Das ist Schwachsinn, aber es ist nur ein Beispiel dafür, wie lästig Werbung in Windows 11 sein kann. Vollbild-Pop-ups wie dieses hier erinnern euch an die Einrichtung mit OneDrive, Office 365 und den Edge-Browser. Der Browser selbst nutzt sogenannte Dark Pattern Designs, wo Nutzer praktisch gesehen ausgetrickst werden, um ihre Suchmaschine im Browser in Bing zu ändern. Warnungen wie zum Beispiel diese hier sind nur einige Beispiele von lästigen und aufdringlichen Meldungen, die man regelmäßig als Microsoft Edge-Nutzer unter Windows 11 sehen muss. Das ist nicht nur lästig, diese Dark Patterns sind auch echt eine Frechheit meiner Meinung nach und man verkauft die Leute echt für dumm. Ich habe mir mal erlaubt, dieses Layout eines Edge-Pop-ups ein bisschen umzudesignen.
klingelt es jetzt bei euch, Microsoft? Obwohl Windows 10 die neueste Version des Betriebssystems ist, steht es Windows 10 dennoch in ein paar Sachen nach. Die Taskleiste ist ein gutes Beispiel dafür. Für Windows 11 hat Microsoft die Taskleiste komplett neu programmiert und diese unabhängig vom Explorer-Prozess in Windows integriert. Insgesamt sollte das zusätzliche Stabilität, eine bessere Performance und eventuell später auch eine höhere Modularität bringen. Dabei hat Microsoft allerdings so gut wie jedes wichtige Feature vergessen, welches die Taskleiste ausgemacht hat. Die heutige Taskleiste in Windows 11 hat mehr gemeinsam mit dem Dock von macOS als mit der Taskleiste von Windows 7 oder Windows XP. Die ganzen praktischen Taskbar-Widgets, wie zum Beispiel Lenovos Batterie-Icon, der NetSpeed-Monitor, TaskPlay und die vielen anderen kleinen Add-ons, welche die Funktionalität in der Taskleiste verbessert haben, sind jetzt Geschichte. Die Taskleiste lässt sich zudem nicht mehr verschieben. Man kann sie daher nicht oben, links oder rechts am Bildschirm anheften. Das Rechtsklickmenü ist im Vergleich zu Windows 10 vollständig entfernt worden und die Entgruppierung von Taskleisten-Icons funktioniert ebenfalls nicht mehr. Immerhin hat es Microsoft ein Jahr nach Release von Windows 11 geschafft, so ein grundlegendes Feature wie Drag-and-Drop-Support zu implementieren. Ab Ende 2022 werdet ihr Icons und Dokumente endlich in Windows 11 in die Taskleiste ziehen können. Man kann leicht das Argument machen, dass die Taskleiste von Windows 10 immer noch meilenweit besser ist als die in Windows 11. Und allein das kann schon ein Grund dafür sein, das neue System noch nicht zu installieren. Der fünfte Punkt betrifft Features. Windows 11 hat eigentlich gar nicht so viele. Windows 11 hat ein neues Startmenü, eine neue Taskleiste, ein verbessertes Multitasking mit einem verschönerten Design und virtuelle Desktops. Aber das groß angekündigte, wichtige Feature von Windows 11 waren doch Android-Apps. Und die sind nirgendwo zu sehen. Ein Jahr nach Release ist die Ausführung von Android-Apps weiterhin so gut wie unmöglich unter Windows 11. Aktuell können das Feature nur eine begrenzte Zahl an Nutzern auf ihren Windows 11 Rechnern benutzen. Und in Wahrheit ist das praktisch niemand. Denn die Android-Apps bekommt man nur über den Amazon App Store, welcher nur in der US-Version des Microsoft Store verfügbar ist. Und selbst wenn man die Store-Region in den Einstellungen leicht in den USA ändern kann, so braucht man zur Anmeldung im Amazon App Store dennoch einen US-amerikanischen Amazon-Account. Das ist ein Aufwand, der absolut nicht zumutbar ist für ein Feature, das Microsoft zu Release versprochen hat. Das Startmenü von Windows 11 ist zwar optisch ganz reizvoll, aber es ist aus einer UI-Perspektive wahrscheinlich das schlechteste Startmenü aller Zeiten. Microsoft hat jedes Feature früherer Startmenüs restlos beseitigt und hat es zu einem seelenlosen Launchpad abgestuft, das umständlich und ehrlich gesagt auch fast unmöglich zu personalisieren ist. Keinerlei Ersatz liefert für die praktischen Live-Tiles und dann sogar noch ohne Ordner daherkommt. Klar, die Ordner werden jetzt schon bald nachgeliefert, nämlich im Herbst 2022, aber das fördert echt nicht den Eindruck, dass Windows 11 tatsächlich ein fertig entwickeltes System ist. Und das bringt mich direkt zum siebten Punkt. Windows 11 ist einfach noch nicht fertig. Microsoft muss eine Vielzahl von Features für Windows 11 erst noch nachreichen, um das System fertigzustellen, das sie 2021 auf den Markt gerusht haben. Wir haben bereits über fehlende Android-Apps gesprochen, die im Vergleich zu Windows 10 vollkommen kompromittierte Taskleiste und auch über das einfallslose Startmenü. Das sind alles die eigentlich größten Neuerungen von Windows 11 und sie alle sind völlig unfertig implementiert worden. Aber wenn man im Detail auf das System blickt, wird klar, dass Microsoft sich nur aufs Design konzentriert hat und ihnen vollkommen egal war, ob man die alten Features, die es in Windows 10 noch gab, erneut implementieren kann. Hier sind ein paar Beispiele dafür. Das Kalender-Flyout unter Windows 10 konnte kommende Ereignisse anzeigen, sodass man schnell einen Blick darauf werfen konnte, ohne die Kalender-App öffnen zu müssen. Windows 11 kann das nicht. Der Sperrbildschirm unter Windows 10 konnte aktuelle Statusmeldungen mit verschiedenen Infos zum Kalender, mit dem Wetter und anderen Apps anzeigen. Windows 11 kann das auch nicht. Microsoft hatte sogar zum Launch vergessen, Ordner-Thumbnails im Windows Explorer auszuliefern. Windows 11 hatte also ein paar Monate einen Explorer, der keine Vorschau angezeigt hat für Inhalte, die sich in einem Ordner befinden. Das wirkt so, als hätte niemand, aber absolut niemand dieses System getestet. Und Widgets sind die nächste Enttäuschung. Die Widgets in Windows 11 sind die wohl größte UI-Fehlentscheidung von Microsoft aller Zeiten. Vielleicht nach Microsoft Bob. Aber ein klickbarer Vorhang, der über den Bildschirm gelegt wird, anstatt ganz normaler Desktop-Icons. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist so dumm. Ich prognostiziere, Microsoft wird die Widgets früher oder später begraben, weil es auch kein Entwickler interessieren wird, seine Programme dafür zu optimieren.
Die Widgets werden dieselbe Zukunft erleben wie die Kontakte, Paint 3D, Cortana, Groove Music oder die Timeline. Ich könnte wetten. Und damit kommen wir auch zum letzten Grund, warum ihr noch nicht auf Windows 11 upgraden solltet. Es ist schlichtweg noch kein großes Update im Vergleich zu Windows 10. Ihr bekommt derzeit noch ein weniger praktisches System, dem noch viele grundlegende Optimierungen und kleine Funktionen fehlen, die es unter Windows 10 zum Beispiel noch gab. Allein die Taskleiste ist ein riesen Rückschritt im Vergleich zu Windows 10. Auf der anderen Seite könnt ihr viele Features sowieso nicht nutzen, beispielsweise die Android-Apps. Und im schlimmsten Fall erfüllt euer PC ohnehin nicht die Systemanforderungen, um Android-Apps überhaupt ausführen zu können. Und wenn ihr keinen Touchscreen habt, macht es die Sache eigentlich ziemlich unnötig. Im Großen und Ganzen verlängert Windows 11 momentan einfach nur das Ablaufdatum eures Computers oder setzt es auf 2025 fest, wenn euer Computer es gar nicht bekommen kann. Ich persönlich finde die visuellen Upgrades von Windows 11 durchaus interessant und genug ansprechend, um für meine Geräte ein Upgrade zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings bis Herbst 2022 zumindest keinen wirklichen Bedarf, von Windows 10 auf Windows 11 umzusteigen. Insbesondere dann, wenn ihr die Features der Taskleiste sehr schätzt. Es wird natürlich auch ein Video geben mit den Gründen, warum ihr auf Windows 11 upgraden solltet, denn es spricht natürlich nicht alles nur dagegen. Dieses Video können wir euch aber konsequenterweise erst nach Ende 2022 versprechen, wenn die vielen Dinge implementiert wurden, die wir hier kritisiert haben. So, das war es dann auch schon von mir und von den 8 Gründen, warum ihr Windows 11 nicht installieren solltet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like und abonniert auch unseren Kanal für noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um Windows 11. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.